Hallo und grüezi miteinander. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Heute tun wir die häufigsten Fragen, die bei uns an der Hotline aufkommen, beantworten. Oder ich versuche zumindest, die zu beantworten. Ich grüße Sie wieder aus meinem Homeoffice, wie Sie sehen. Und tun eben heute das Webinar noch mal kurz eine halbe Stunde durchführen. Wir haben ja bereits schon das vierte Webinar, das bei uns am Laufen ist. Wer die letzten Webinare verpasst hat, kann das gerne bei uns auf der Homepage nachschauen. Ich habe ja hier den Bildschirm geteilt und Sie finden die Webinare bei uns hier auf der Inspiration. Hat es ein Abteil für das Webinar, wenn Sie draufklicken, kommen Sie zu all denen, die bereits stattgefunden haben. In dieser Zeit sind die Webinare sehr beliebt, weil man muss ja daheim bleiben und kann online mir zuhören und zuschauen. Heute haben wir eine halbe Stunde, eine kleine Gruppe, die mir zuhört. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie mir die bitte im Chat stellen. Die werde ich versuchen, währenddessen zu beantworten. Wenn Sie nach dem Webinar noch weitere Fragen haben, können Sie uns die per Telefon, per Mail durchgeben oder schauen bei uns auf der Homepage. Wir haben das Abteil für Fragen. Das ist da unten dran. Die häufigsten Fragen und Antworten. Ich habe da mir jetzt ein paar rausgepickt und versuche, die mit Ihnen anzuschauen. Während der Gestaltung oder während dem Stellen hat man ja immer wieder ein bisschen Fragen, Unsicherheiten. Und die kann man jetzt mit mir zusammen beantworten. Zum Beispiel habe ich mir da aufgenommen, was mache ich, wenn die Software hängt, die Stellsoftware. Das kann beim Start passieren. Es kann aber auch beim Einfügen bei den Bildern oder während dem Stellen sein. Wenn das während dem Starten passiert, kann das verschiedene Gründe geben. Das heißt, es kann sein, dass es ein älterer Computer ist oder vielleicht müssen Sie auch die offenen Programme schließen, um ein bisschen mehr Speicherkapazität zu haben. Ich tue meistens empfehlen, tun Sie das Projekt speichern, alles schliessen, am besten die Software deinstallieren. Die bestehenden Projekte bleiben natürlich gespeichert und tun Sie die aktuelle Version bei uns auf der Homepage nochmal laden. In 99% der Fälle ist das Problem gelöst. Sollte das nicht der Fall sein, so tun Sie sich doch bitte mit uns in Verbindung setzen, dann können wir Ihnen da weiterhelfen. Wenn Sie eine ältere Softwareversion haben, dann schauen Sie bitte, schauen, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind mit der aktuellen Softwareversion. Weil es kann sein, dass vielleicht irgendein Produkt nicht mehr gibt oder eine Funktion nicht mehr existiert oder Sie die aktuellen Gutscheine nicht können einlösen können. Auch schauen Sie bitte die Betriebssysteme immer aktualisieren. Wir haben es für Mac. Sind wir mittlerweile bei der Mac 10 12, also mindestens 10 12 und Windows 7. Wer da dann auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, kann sich natürlich auch da wieder mit uns in Verbindung setzen. Dann habe ich auch viele Fragen von Windows-User. Bei Windows-User kann es zum Teil vorkommen, dass die Bildschirmauflösung zu groß ist, dass man die Software nicht komplett sieht. Zum Beispiel, wenn man es da offen hat, wie es bei mir jetzt ist, sollte jetzt bei Ihnen gerade dann noch anzeigen. Dann habe ich die Möglichkeit, da unten zum Beispiel auf Weiter oder meine Projekte zu gehen, wenn die Auflösung recht ist. Wenn nicht, dann müssen wir bei der Systemstelle gehen und die Bildschirmauflösung auf 100% reduzieren, dann werden Sie wieder alle Knöpfe können sehen. Dann habe ich auch noch beim Mac vor allem die Frage. Ich habe
so auf der Rabenklappe wird das Projekt erstellen und kann es zum Beispiel automatisch auffüllen, nicht benutzen oder die Vorlagen werden nicht angezeigt. Das passiert häufig, wenn die Software nicht korrekt fertig installiert worden ist. Das heisst, nach dem Download von der Software kommt in der Regel so ein kleines Fenster, wo dann das Bug Factory erscheint und Application. Da ist wichtig, wie es mit dem Pfeil signalisiert ist, dass sie das Bug Factory packen und überziehen in Application. Das ist bei der Mac das Problem, bei der Windows ist das nicht der Fall. Sobald es dann in Application drin ist, wird das wieder funktionieren. Dann haben wir bei der Bildschirmauflösung und Bildformat haben wir viele noch Fragen. Idealerweise ist es so, dass Bilder 300 dpi haben müssen. Natürlich auch, wenn es grösser ist, umso besser. Und das Bildformat empfehlen wir JPEG empfehlen. Vom Farbraum vielleicht noch schnell. Wir empfehlen hier, dass es im sRGB-Farbraum abspeichert. Das ist für den Druck dann die ideale Voraussetzung. Dann habe ich auch immer wieder die Frage, ja, was soll ich denn für ein Papier nehmen? Ich weiss nicht, wie das jetzt sich anfühlt, wie das aussieht, auch im Druck. Bei uns auf der Homepage, zeige ich Ihnen gerade noch schnell, haben Sie die Möglichkeit, zum ein Papiermisterli zu bestellen. Und zwar ist das da zu unterstunden. Bei Musterset bestellen. Da gibt es ein Papiermisterli mit allen unseren Papieren. Und Sie haben dort die Möglichkeit, zum ein E-Band-Muster zu bestellen. Das können Sie direkt da mittels dem Formular da unten. Und innerhalb von Tagesfristen können wir Ihnen die Musterli zustellen. Bezüglich der Nachbestellungen habe ich auch immer wieder Fragen, wie lange kann ich ein Buch nachbestellen, wie lange haben Sie die Daten? Wir haben die Daten jeweils für 8 Wochen bei uns im Server, auf dem Server gespeichert. Die Bestellungen können Sie online via Warenkorb nochmal auslösen. Sollten die 8 Wochen vorbei sein, haben Sie sicher das Projekt mittels der Software noch gespeichert und können das ganz normal nochmal übermitteln. Wer das mit dem Editor gemacht hat, ist das auch kein Problem. Innerhalb von diesen 8 Wochen kann das Projekt auch wieder über den Online-Warenkorb bestellt werden. Beim Online-Editor müssen Sie aber bitte noch beachten, wenn Sie 40 Tage nicht daran gearbeitet haben, wird das automatisch vom System gelöscht. Schauen Sie bitte immer wieder, dass Sie immer wieder ein bisschen daran arbeiten, dass die 40 Tage nicht vorbeigehen und dann das Projekt verloren geht. Zu der Stornierung habe ich auch immer wieder ein bisschen Fragen. Kann ich mein Projekt stornieren, nachdem ich es bestellt habe, weil ich habe einen Fehler gemacht? Oder ist mir irgendetwas aufgefallen, es fehlt irgendein Bild oder so? Leider geht das nicht mehr, weil sobald sie übermittelt, wird das innerhalb von wenigen Minuten in die Produktion gelangen. Auch wenn es Ostern ist oder irgendein Wochenende, das passiert alles automatisch. Wenn Sie zum Beispiel auch einen Gutschein einlösen, das geht auch problemlos. Einfach bei uns im Online-Warenkorb. Mal schauen, ob ich Ihnen das hier zeigen kann. Ich habe jetzt gerade nichts im Warenkorb. Tut mir leid. Im Online-Warenkorb, sobald Sie auf der Bestellübersicht sind, haben Sie die Möglichkeit, um den Code, den Sie haben, den Sie per Newsletter bekommen haben oder mit einem Kärtchen per Post eingeben. Sollte der nicht funktionieren, melden Sie sich bei uns bitte melden. Bitte beachten Sie, dass Gutscheine nicht kumulierbar sind mit anderen Aktionen. Also wenn Sie einen Mengenrabatt haben oder bereits schon einen Code eingegeben haben, kann man nicht die kumulieren. Dann gibt es ja hier und da leider auch Reklamationen, wenn das Produkt nicht so ausfällt, wie Sie es gerne hätten. Können Sie uns das bitte melden, innerhalb von 10 Tagen bitte. Wir tun Sie in der Regel dann orientieren, dass Sie das Buch retournieren sollen. Wir haben auch hier bei uns auf der Homepage das Zufriedenheitsversprechen, wo Sie dann
alle Informationen findet, die ganze Erklärung dazu. Und bitte tun Sie uns das Produkt mit der Rechnung und dem Rücksendeformular zustellen. Die Rücksendekosten tun wir natürlich Ihnen dann gut schreiben. Schauen das Projekt oder das Produkt mit der Produktion an und tun uns dann mit Ihnen für die weiteren Schritte in Verbindung setzen. Die Lieferzeiten, da habe ich auch immer wieder Fragen. Wo finde ich die Lieferzeiten oder wie lange geht die Produktion von diesem Produkt? Auch bei uns auf der Homepage finden Sie die Lieferfristen. Je nach Produkt sind die da schön ersichtlich. Wir versuchen, die Termine so gut wie es geht, auch vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit, so einzuhalten. Es kann aber leider vorkommen, dass es vielleicht ein bisschen zu Verzögerungen kommt. Für das entschuldigen wir uns natürlich. Fragen Sie uns nach, wenn Sie darauf warten. Wir können Ihnen da gerne schnell Bescheid geben. Wenn Sie irgendwie pressiert, können wir da natürlich auch mit einem Expressversand ein bisschen gegenwirken. Bitte beachten Sie, dass die Lieferfristen nichts mit dem Versand zu tun haben. Die sind wirklich effektiv nur produktionszeitenmässig. Von der Lieferzeiten her, von der Post- oder Versandzeiten her, Entschuldigung, da haben wir in der Regel 1 bis 2 Tage für Anpost und am nächsten Tag bis um 12 Uhr sind die Express versendet. In der jetzigen Zeit wird es ein bisschen Verzögerung geben, auch in dem leider. Wenn Sie bei uns nachfragen, können wir da mit der Post noch schnell nachschauen, können Ihnen eine Tracking-Nummer geben und finden bestimmt schon bald eine Lösung für eine rasche Zustellung. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen zu der Software. Vielleicht können wir da noch ein bisschen technische Fragen beantworten. Wenn Sie da jetzt gerade noch schnell warten, bis unsere Produkte aufhören, tun Sie unbedingt unseren Newsletter abonnieren. Da werden Sie über jegliche Informationen auf dem neuesten Stand gehalten, sei es jetzt technische Sachen oder eben auch Rabattierungen. Den Newsletter können Sie bei uns auf der Homepage auch nochmal schnell anmelden, wenn Sie noch nicht hat. Und dann sind Sie wirklich immer an Schuhe. Ich mache hier ganz schnell bei mir ein Fotobuch auf. Hoffe, Sie sehen den Bildschirm. Es geht je nach Geschwindigkeit ein Moment, bis es geladen ist. Und jetzt durch die Verbindung leider ein Moment mehr. So, la. Ich öffne hier jetzt ein Fotobuch mit Platzhalter öffnen. Wir sind jetzt hier auf der Seitenübersicht. Und da habe ich zum Beispiel die Frage, wie tun ich eine Seite löschen oder hinzufügen? Wichtig ist, dass Sie auf der Seitenübersicht sind, wie jetzt in meinem Fall. Und wenn Sie die Seite anwählen, dass sie rot markiert ist, haben Sie ganz unten die Möglichkeit zum Seiten löschen, rechts oder hinzufügen. Da habe ich die Möglichkeit, um jeweils verschiedene Seiten hinzuzufügen. Ich kann auch die Seiten umplatzieren, das heisst, wenn ich jetzt die Seite 2021 will, vorne bei der Seite 2-3 hin tue, kann ich sie einfach packen. Sie sehen den senkrechten Strich und sobald ich loslasse, wird das also umplatziert. Dann habe ich häufig auch die Frage, wie tue ich denn die gleiche Vorlage auf allen Seiten anwenden? Zum Beispiel, ich habe die Vorlage hier mit diesen 7 Boxen und will das auf das ganze Projekt anwenden. Wenn ich die Seiten so anwählen, dass sie rot markiert ist, habe ich die Möglichkeit, mittels dem Knopf Projektfunktionen
das Layout auf alle Doppelseiten, auf alle linke Seite oder auf allen rechten Seiten anzuwenden. Und das jetzt gerade mal schnell so anwählen. Das läuft ein Moment. Und siehe da, alle meine Vorlagen sind gleich. Wenn mir das nicht gefällt, kann ich unten links auf rückgängig gehen. Dann habe ich viele auch noch die Frage, ich weiss nicht, was ich jetzt da für ein Produkt gewählt habe. Wo sehe ich das am einfachsten? Das sehe ich hier unter den Produktinformationen und Preis. Da habe ich alle Informationen zu meinem Buch. Wenn ich jetzt merke, oh nein, jetzt habe ich ein kleines Format erstellt, das will ich gar nicht. Da habe ich mittels der Funktion Format ändern die Möglichkeit, mir eine Kopie zu erstellen von dem bestehenden Fotobuch und muss nicht nochmal neu anfangen, um es in einem grösseren Format oder in eine andere Kategorie umzuwandeln. Da kommen ganz viele Fragen, das ist sehr gut. Da habe ich gerade noch eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch gemacht habe für meine Hochzeit und ich würde jetzt für meine Gäste noch ein Buch machen, ein kleines Booklet oder für Trauzeugen ein kleines kleineres, wie mache ich das? Kann ich auch mittels dieser Funktion Format ändern anwählen. Das heisst, zum Beispiel, ich habe für mich, für meine Hochzeit, ein Maxi-Buch bestellt, das ist 30x30, vielleicht mit Lederband und habe jetzt die Möglichkeit, mittels Formatänderung zum Beispiel ein kleines Booklet als Erinnerung meinen Gästen zuzuschicken. Da kommen ganz viele Fragen, das ist sehr gut. Ich habe zum Beispiel von jemandem die Frage, wie kann ich das ganze Projekt löschen? Das Projekt tun Sie ja bei Ihnen lokal speichern, auf dem PC. Das heisst, dort gehen Sie es auch wieder löschen. Ich habe bei mir auf dem Bildschirm einen Ordner, wo ich meine Projekte alle gespeichert habe, mit Bildern jetzt in dem Fall, und kann das hier da löschen. Das ist das Projekt vom letzten Webinar und kann einfach mit der rechten Maustaste draufklicken und löschen. Wichtig ist einfach, dass dann die Software geschlossen ist, dass es dann auch funktioniert. Wer noch weitere Fragen hat, kann die natürlich noch gerne stellen. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Ich gehe hier noch mal schnell retour in die Software. Viele wollen auch ein PDF, ein Kontroll-PDF erstellen aus dem Projekt. Das kann man. Und da gibt es die Möglichkeit, auch wieder bei den Projektfunktionen oder oben links unter Projekt kann ich ein PDF erstellen. Das PDF ist wieder geschriebenes Vorschau-PDF. Das kann ich für mich abspeichern, jemandem weitergeben, um schnell kontrollieren oder auch ausdrucken, um auch mal ein bisschen gegenlesen. Ich tue hier noch schnell einen Bildordner laden. Zum Bildordner laden ist es bei Mac wie auch bei Windows möglich, auf verschiedene Bildordner zuzugreifen. Beim Mac kann man auf Fotos zugreifen. Bitte beachten Sie dort, dass Sie die Anbindung zum iCloud haben wollen, dass die Bilder angezeigt werden. Dann haben Sie die Möglichkeit, auch auf Facebook oder Google Fotos zuzugreifen und sonst auf Ihren Schreibtisch, wo dann die Bilder gespeichert sind. Da habe ich, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten, um x-beliebige Ordner hinzuzufügen mit dem Plus und dann kann ich die jeweils anwählen. Wenn ich jetzt hier bei den Bildern drin bin, habe ich die Möglichkeit, einzelne Fotos einzufügen.
Das dreht jetzt ein Moment und ist jetzt hier bei mir auf der Seite 4, 5. Oder ich kann damit Bilder automatisch platzieren. Die Möglichkeit auswählen, dass ich links meine Bilder anwähle. Jetzt zum Zeigen einfach ein paar markieren, überziehen und das, was rechts dann übernommen wird, wird dann auch im Buch angezeigt. Ich kann rechts noch die Reihenfolge ändern, wenn ich das will. Einfach packen und verschieben. Wenn ich mit den ausgewählten Bildern rechts zufrieden bin, kann ich dann einfach auf Anwenden klicken, dass es mir die Bilder dann automatisch auffüllt. Jetzt geht halt das Moment, wahrscheinlich habe ich genau die grössten Bilder verwischt. Ich hoffe, dass es mal es tut. So, wir sind in der Hälfte, es kommt immer näher. Auch das, eben, das hängt mit der Bildgröße zusammen und dem Speicherplatz am PC. So, haben wir es geschafft. Wir haben unsere Bilder hinzugefügt und können jetzt auch hier weiterarbeiten. Also ich kann auch, wenn ich automatisch auffülle, die Bilder noch korrigieren. Mit Doppelklick kann ich zum Beispiel da vergrößern und einen Bildausschnitt wählen. Kann aber auch auf der rechten Seite zum Beispiel unter Bildstil verschiedene Sachen korrigieren. Wie aber auch bei der Bildkorrektur und dem Bildeffekt. So, also wer hat noch Fragen? Ich wäre eigentlich soweit fertig mit meinen Fragen- und Antwortrunde. Es ist 5:05, also wir haben noch 5 Minuten. Wer noch Fragen hat, kann die gerne stellen. Sehr gut. Also, da habe ich eine Frage, das ist eine sehr gute Frage, wenn ich Bildoptimierung muss anwählen oder nicht. Wenn ich das Projekt in den Warenkorb rein tue, kommt ja die Meldung mit dem Optimieren. Wir empfehlen das, auch wenn Sie bereits schon im Lightroom oder im Photoshop die Bilder bearbeitet haben. Die Optimierung bezieht sich auf den Druck und tut jeweils 12% aufhellen und 12% Kontrast geben. Würde mir aber in jedem Fall empfehlen, wie gesagt. Die Frage habe ich gerade jetzt mehrmals bekommen. Da habe ich nochmal eine Frage, genau wegen dem Optimieren, was ich da Ihnen noch empfehlen kann. Wenn Sie unsicher sind, wie das dann im Druck rauskommt, machen Sie ein kleines Booklet. Das machen viele noch, vor allem wenn Sie so ein grosse Bücher machen müssen, mit dem passenden Papier. So ein kleines Booklet mit der Drahthäftigbindung ist nicht alle Welttür in dem Sinn. Das gibt es in verschiedenen Papieren. Wenn Sie zum Beispiel jetzt ein Fotopapierbuch bestellen und da auch ein bisschen unsicher sind, nehmen Sie das kleinste Format, das Gary, mit 16 Seiten und dann ein bisschen die wichtigeren oder die heikleren Fotos drauf und dann das bestellen. So als Musterbuch, als Referenzbuch ist das noch ideal. Dann habe ich die Frage mit dem Hinzufügen von Album beim Fotos. Wer einen Mac hat, kann eben auf Fotos zugreifen. Da ist es, wie ich am Anfang gesagt habe, sinnvoll, dass Sie ein iCloud-Konto haben und die
Fotos eigentlich dort abgebunden haben, weil sonst wird es ihnen nicht angezeigt. Wer das nicht hat, kann natürlich den Fotosordner auch auf den Schreibtisch exportieren und dann auf den Schreibtisch zugreifen. Wichtig dafür jetzt eben auch für das Synchronisieren von dem iCloud-Konto ist, dass Sie auf der aktuellen Version sind von der Software und auch auf der aktuellen Mac-Version. Also tun Sie wirklich immer alles updaten. So, la. Ich glaube, das Webinar ist soweit fertig. Wir haben auch keine weiteren Fragen. Wir würden jetzt aber noch ein Moment warten, wenn irgendjemand noch etwas hat, kann er das gerne in den Chat hineinschreiben. Und sonst wären wir eigentlich dann schon wieder am Ende von unserem heutigen Webinar. So, voilà. Da zeige ich Ihnen nochmal schnell. Wenn Sie bei uns auf der Homepage zu unterst oben gehen, haben Sie die Möglichkeit, sich da unten rechts für den Newsletter zu anmelden. Wer das noch nicht hat, kann das anmachen. Und dann sind Sie wirklich immer am Schuh mit allen unseren News. So, also, unser Webinar geht am Ende zu oder ist eigentlich fertig. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Teilnahme heute. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, tun Sie uns anrufen oder schreiben. Wir versuchen Ihnen da während der Bürozeit zu helfen. Ich bedanke mich für die Teilnahme, wünsche Ihnen ganz schöne, sonnige, gesunde Tage und freue mich aufs nächste Webinar. Ade miteinander, danke vielmals.